Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ich mache heute wieder ein Video von dem Concorde, hatte ich ja angekündigt, dass ich ja mehrere Teile machen möchte. Heute ist die SAT-Anlage dran. Ja, und natürlich eine Oyster 5. Und zwar hat Tenhoff noch einen draufgesetzt. Wir montieren heute die Oyster 5 Twin Premium 32 Zoll SKU. Das ist der Knaller. Also dieses Teil kann alles, was es so auf dem Markt gibt. Das erkläre ich gleich auch nochmal, was das im Einzelnen bedeutet und wie die Anlage jetzt aussieht und wie wir die montieren und wo die auf dem Kochti draufkommt, das zeige ich euch jetzt. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Video. So, ich war jetzt schon mal oben auf dem Dach, habe mal geguckt, wie der Platz so ist. Es war auf diesem Fahrzeug eine Oyster 85 montiert. Die war aber jetzt 10 Jahre alt, die habe ich abgebaut. Die funktionierte noch einmal frei nach 10 Jahren. Also da kannst du echt nicht meckern. Aber ich wollte jetzt die neue haben und die packen wir jetzt mal aus. So, fangen wir mal mit dem Spiegel an. Ne? Guck mal hier, auch wie früher ein 85er Spiegel mit SKU als Premium. Steht auch drauf, kann man gar nicht übersehen. Nachts mit blau beleuchtet. Blende ich euch jetzt hier unten mal ein. Wie das aussieht, habt ihr bei Hartmut schon gesehen, auf dessen Auto. Der hat das, glaube ich, auch schon mal gezeigt, wie das nachts eingeleuchtet wird, dieser Spiegel. Ist ganz lustig, sieht auch ganz toll aus, ja, und ist natürlich, erweckt natürlich viel Aufmerksamkeit. Kann man aber abschalten oder auch dimmen, ja, und das per App. Zeige ich aber auch alles noch. Also, das ist der Spiegel. So, jetzt kommen wir zu dem Hauptteil der Anlage. Die hat sich stark verbessert. Wir hatten also früher eine Aufbauhöhe von dieser Anlage von rund 21, 22, 23 cm. Die haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt bei 17 cm angelangt. Das liegt also extrem flach auf so einem großen Wohnmobil auf dem Dach im zugeklappten Zustand. Und da hat sich auch einiges geändert. Und das packen wir jetzt mal aus. So, schauen wir mal. Also, hier ist die Blackbox drin, also die Steuereinheit zu der Oyster 5 Beschreibung. So, noch eine Beschreibung, ein paar Kabel zum Verbinden. So, und dann haben wir hier auch ganz wichtig noch das Passwort, der Code für die WLAN-Verbindung. Das sollte man sich irgendwo hinkleben, da gibt es als Aufkleber. Es steht aber auf dieser Blackbox nochmal drauf und zusätzlich nochmal in der Bedienungsanleitung. Also das sollte man sich gut aufbewahren, damit, wenn man die App oder das Handy mal wechselt, dass man das Passwort hat. So, dann schauen wir mal, was wir hier schön verpackt alles, wie man das von Tenhoff gewohnt ist. Guck mal, sehr schön transportfähig montiert. Ich hole die jetzt mal raus, ich versuche das mal. So, und ja, jetzt schrauben wir die mal ab und zeigen die mal, wie die gleich im ausgepackten Zustand aussieht. So, ich habe jetzt hier alles mal hingelegt, was wir für die Montage brauchen. Blackbox, Schüssel habe ich schon erklärt. Ganz interessant ist hier dieses Kabel. Das ist das Verbindungskabel zwischen Außeneinheit, also Antenne und Blackbox im Inneren. Da arbeiten wir nicht mehr mit stromführenden Kabeln, sondern mit Koraxleitungen. Das ist die Hauptkoraxleitung und das ist die Nebenkoraxleitung für den Twin-Anschluss. Auch über dieses Kabel wird die Anlage mit Strom versorgt. Also ganz anders, wie das vorher war und auch viel, viel besser und störungsunempfindlicher. Das ist das Kabel. So, dann, ja, dann haben wir natürlich noch eine Montageplatte zu dem Gerät. Das Schöne dabei ist, dass Tenhoff die so konstruiert hat, die neue, dass die auf die alte Oyster 85 Platte passt. Das heißt, wer die tauschen möchte gegen die neue, dann kommt die alte runter, die neue wird auf die alte Montageplatte, die ja so auf dem Wohnmobil montiert ist, draufgepackt, Verkabelung natürlich geändert, aber man muss da nicht neu bohren, man muss nicht neue Löcher ins Wohnmobil machen, das wollen wir ja alle nicht, ist alles nicht nötig, kann man hier ganz einfach 1:1 tauschen. So, ja, dann wollte ich noch was zu der Außeneinheit sagen. Das ist ja die Außeneinheit, die ist auch leichter geworden, die kannst du mit einer Hand packen, auch viel schmaler, wie man hier sieht. So, komm mal ein bisschen näher. So, dann wollte ich euch mal den NLB-Kopf zeigen. Dieser NLB-Kopf ist jetzt motorgesteuert, nennt sich SKU.
Der steht jetzt in der typischen seitlichen Stellung. Wenn ihr es also runterklappt aufs Autodach bzw. Wohnmobildach, dass man die Kabel nicht ewig beschädigt oder belastet. Wenn ich jetzt die Schüssel hochfahre, dann dreht sich das NLB automatisch nach unten, ja, und ich habe den normalen 0 Grad Empfang, den ich hier in Mitteleuropa brauche. So, das heißt, wofür brauche ich das? Ganz einfach, ich mache Reisen, die auch schön südlich gehen, Richtung Portugal zum Beispiel. Wenn ich in Portugal an der Atlantikküste stehe, nicht überall, aber an verschiedenen Stellen, dann sind wir von dem Richtsignal, was so etwa aus Somalia kommt, Richtung Europa, was das Satellitensignal angeht, da stehen wir etwa 2, 3, 4 Grad aus der Erdgleiche ab, weil hier ist das Richtsignal, hier ist Portugal, die Erde ist rund, so, dann steht mein NLB schräg, ja, Richtsignal ist immer noch gerade, LNB ist schräg. So, jetzt geht mein Motor hin, weil der GPS-mäßig erfasst hat, der steht an der Atlantikküste in Portugal und dreht mit dem Motor den Skew, also den NLB, wieder gerade. Und jetzt kann ich wieder Fernsehen gucken. Ja? Früher habe ich das so geregelt, da musste ich so oben auf das Wohnmobildach klettern, warst nach einer halben Stunde völlig entnervt, weil du immer runtergerufen hast, und ist das Bild jetzt wieder da. Ja, da bist du runtergegangen, hast du eine Pulle Bier aufgemacht und noch zwei und noch drei und Fernsehen hast du immer noch keins geguckt. Heute ist das, wenn man das umgehen möchte, kauft man sich noch Äußer 5 Skew, die macht das alles automatisch, kannst du das Bier schon von Anfang an genießen. Also, Leute, Äußer 5 Premium Twin, aber dann bitte mit Skew. Also den kleinen Aufpreis sollte man sich gönnen, dann hast du das ganze Programm, was du brauchst, um europaweit wirklich bis in die letzte Ritze TV-Signal zu empfangen. So, genug des Geredes. Jetzt nehmen wir uns das Ganze, bringen das hoch und fangen an, die Äußer 5 zu montieren. So, ich habe die Antenne hier abgelegt. Das machen wir immer auf einer Decke, damit wir hier nichts verkratzen. Hier haben wir die alte Montageplatte der alten Äußer 85. So, hier haben wir das Kabel, das wollen wir ja gleich anpassen. Und ich hatte ja eben erwähnt, dass wir die Montageplatte der alten nutzen. Und das probieren wir jetzt mal aus, ob das geht. Ja, ne? Sehr schön. Passt wie angegossen. Hier kommt der Spiegel jetzt noch drauf. Dann verlegen wir die Leitung. Und hier... Wenn du hier hinschwenkst, hier vorne ist die Dachdurchführung für die alte Äußer. Die kommt raus. Ja, wir müssen das neue Kabel nehmen. Und die hat auch, wie man hier sehen kann, das altbewährte System als metallische Dachdurchführung. Das ist auch, so viel wie ich weiß, einzigartig auf diesem Markt. Also nichts aus Kunststoff, bis auf den Kabelschnitt hier. Aber alles andere ist aus Aluminium. So, ich zeige euch jetzt mal die TV-Installation vom Inneren des Wohnmobils. Wir haben ja das alte TV ausgebaut und hier oben das TV von Denhaft im Premium-Paket mit der Äußer 5 als 32 Zoll. Hier ziemlich groß, aber ich finde für den Concorde Charisma wirkt das eigentlich ganz gut. So, dann haben wir hier, da wollte ich das Chaos mal zeigen mit den Leitungen, da ist die Korax-Leitung. Da kommt das Kabel von der Decke runter, also vom Dach runter. Das ist das Schwarze hier. Da haben wir ja nur noch, ich hoffe, man kann das sehen hier, nur noch die Koaxleitung. Ich schiebe die mal unten hier hin. So, ne? Das ist Twin. Das ist einmal die blaue, ist die Hauptleitung, auch für die Stromversorgung, inklusive TV-Signal. Und das kleinere andere Kabel ist dann die zweite Twin-Leitung für das Fernsehen im Schlafzimmer. So, jetzt haben wir hier auch schon die Featurebox gesehen von Tenhaft, nur noch ganz dünn, ne, ganz schmal gehalten. So, und das bauen wir jetzt da oben ein. So, das ist der hintere Teil vom Concorde Dach. Da habe ich schon mal eine Platte hingelegt, eine Solarplatte, eine Blackkontaktzelle, um mal zu messen, was hier genau drauf geht, damit das nachher auch vernünftig aussieht und gerade. So, ich gehe jetzt mal nach hinten, drehe mich mal, zeige das Dach mal nach vorne.
Ne, man sieht, die alte Sattelanlage ist abgebaut, die Solaranlage, die war hier, ne, sieht man ganz deutlich, da muss natürlich noch sauber gemacht werden. Da soll die neue hin, beziehungsweise das ganze Dach soll ja voll. Hier vorne ist die neue Oyster 5, ne, die ist ja noch halb verpackt, ist aber schon auf der Montageplatte montiert. Der Spiegel liegt hier, den habe ich aufs Hegedach gelegt, damit man die Fläche besser sehen kann. Da vorne liegt noch ein Handtuch mit Werkzeug drauf. Ne? Das ist ja immer, sieht ja immer aus wie eine Baustelle. Ich gehe mal nach vorne. So, das Dach ist voll begehbar. Ne? Ich habe ca. 85 Kilo, das ist gar kein Problem. Ja, aber ich zeige nochmal, warte, ich gehe mal ganz nach vorne. Hier vorne haben wir das Hegedach. Jetzt schwenke ich mal nach hinten. Ja, der Rest soll jetzt mit Solar ausgelegt werden. So, ich zeige euch jetzt mal die Montage des Spiegels. Ne, man sieht die Antenne jetzt hier noch ohne Spiegel. Das ist der Arm, der den Spiegel hält. Hier ist so eine Verpackung noch, die nimmt man dann weg. Ne, hier vorne ist der NLW-Kopf, ganz deutlich zu sehen als Twin. So, und jetzt montieren wir die Hauptschüssel noch. So, die Anlage ist jetzt fertig montiert. Bisschen aufräumen noch und das Dach noch ein bisschen sauber machen. Hier vorne geht die Dachdurchführung rein, da müssen wir den Kabelkanal noch schließen. Aber im Großen und Ganzen ist die jetzt auf dem Dach montiert. Schüssel bzw. Spiegel ist montiert. Das wird mit diesen beiden bzw. mit diesen vier Schrauben hier wird das auf dem Arm fixiert und festgeschraubt. So, ich fahre die Anlage jetzt wieder runter in den Ruhezustand. Dann fahre ich das Fahrzeug raus und dann wollen wir die mal testen, ob alles funktioniert. Ich probiere jetzt mal die neue Oyster 5 aus, ob die hochkommt. Jawohl, da kommt sie. Also ist Premiere. Und dann wollen wir mal schauen, ob sie wirklich nur eine Runde braucht. Ich hole mal ein bisschen näher. So, jetzt justierte sie schon. Also jetzt weiß sie schon genau, wo sie hin muss. Ja, weil wir suchen ja nicht mehr, wir finden. Und jetzt muss er eigentlich stehen bleiben. Macht sie auch. Ich gehe mal ein bisschen näher noch. Ja, jetzt haben wir noch eine Feinausrichtung, wie man sieht. Und jetzt gehen wir gleich mal rein. Und schauen mal, wie das Bild ist. Ja, also, das ist die Installation der Oyster 5 bei mir in der Werkstatt. Das ist ja, wie gesagt, gerne große Kunst. Ja, wenn auch schon eine Sattanlage vorhanden war. In dem Fall war es ja die Oyster 85. Da konnten wir jetzt nicht die Platte doch nicht brauchen. Ich habe es ein bisschen versetzt, weil ich sonst die Solaranlage nicht untergebracht bekomme. Aber ich finde, ganz gut gelungen. Man sieht, so mittig finde ich auch immer schöner. Ist aber meine persönliche Einstellung als vorne oder hinten. Und ich gehe jetzt mal rein und dann schauen wir mal, ob das Bild da ist. Ich lasse die Kamera auch an. Ja, damit ihr seht, dass das durchgehend ist. Jawohl. Also, Bild läuft. Ich finde, es sieht auch ganz gut aus. Ne, 32 Zoll geht im großen Wohnmobil immer, wie man sieht. Da sieht man vernünftig. Da hat man auch ein HD-Bild. Und das gefällt mir ganz gut. So, jetzt gucken wir noch mal eben, wo die Featurebox ist. Die ist hier oben untergebracht. Ne? Ist auch sehr ordentlich geworden. Da mit Kabelkanal hinten an der Wand. Da können wir jetzt den Rest noch als Stauraum nutzen. Ne? Das ist alles. Der Rest geht ja über die Fernbedienung. Ne? Die habe ich hier. Das ist die Fernbedienung. Und ja, dann steht dem HD-Fernsehen nichts mehr im Wege. Ja, hallo. Ich habe jetzt die Oyster 5 in Betrieb genommen. Es läuft sehr gut. Vorne Fernsehen, hinten Fernsehen. Ist kein Problem. Die hat nur dreiviertel Umdrehung. Dann war der Satellit gefunden. Wir suchen ja nicht mehr, wir finden. Das ist ja jetzt das neue Prinzip der Oyster 5. Ja, was ich aber noch sagen wollte. Die Oyster 5 hat natürlich eine App-Steuerung. Ich bin so ein kleiner App-Freak, muss ich zugeben. Ich mag das ganz gerne, dass ich die Daten ablesen kann, die
diese Antenne so zu bieten hat. Ich kann zum Beispiel über die App die Antenne hochfahren, ich kann sie auch schließen oder abschalten, ich kann die Daten ablesen, den Satelliten wählen, ja, ich kann das blaue Nachtlicht, was ich euch ja schon gezeigt habe, das kann ich ausschalten oder sogar dimmen. Aber das ganz Entscheidende an dieser App ist die WLAN-Verbindung mit der Blackbox, sodass ich ein Software-Update machen kann, ne? Ich werde also darauf aufmerksam gemacht in der App, ob ein Software-Update vorhanden ist oder ein neues da ist. So, das lade ich mir dann runter und kann das dann per WLAN von meinem Handy auf die Blackbox übertragen und habe somit das neue Software-Update, habe keine großen Probleme mehr wie sonst, ja, Receiver einschicken oder irgendwelche Interface-Anschlüsse oder downloaden über Internet, über dessen Seite, und dann brauche ich wieder einen Laptop und dann muss ich das wieder auf den Stick. Kannst du alles vergessen, brauchst du nicht mehr. Die App lädt das Software-Update herunter, du überträgst das auf die Euster 5, Thema erledigt. Und vor allen Dingen, egal wo du bist, ob du hier in Deutschland bist oder Südspanien oder Portugal, spielt dabei überhaupt keine Rolle mehr. Ja, ansonsten haben wir Teil 2 des Einbaus vollautomatisch SAT-Antenne Euster 5 für meinen neuen Concorde abgeschlossen. Ich hoffe, dass mein Video euch wieder gefallen hat. Ein Daumen nach oben für das Video wäre natürlich super. Abonniert meinen Kanal, dass ihr hier nichts mehr verpasst. Ja, bis zum nächsten Teil des Concorde. Das wird mit Sicherheit auch wieder interessant. Alles Gute für euch. Euer Guido von GNS TV.